Alles klar, Polly. Achte drauf, dass er einen Mittagsschlaf macht und ruf an, wenn du mit irgendwas Schwierigkeiten hast. Ich schaff das schon, Mom. Mach dir keine Sorgen. Bye, bye. Denk dran, dich auch um Peaches zu kümmern, okay? Komm her, Peaches! Es gibt für alle etwas zu essen! Hast du Hunger, Pex? Schön weit aufmachen. Komm schon, das ist doch lecker. Okay, Pex, du gewinnst. Hier ist der Löffel, aber du musst doch etwas essen sonst. Und klein! Klein, klein! Und groß! Ich werde nicht mehr klein, solange du frech bist. Vielleicht machen wir jetzt den Mittagsschlaf? Packen wir dich ins Bett. Mal sehen, wo ist dein Teddy? Hey, komm schon, Pex. Es ist Schlafenszeit. Wir können ja später noch ganz viel zusammenspielen. Schlaf gut. Wie schaffst du das bloß? Alles klar, Kleiner. Du willst spielen? Dann mal los. Du musst endlich schlafen. Mom und Dad sind bald wieder da. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dir mit meinem Medaillon beim Einschlafen helfen kann. Jetzt sauber und aufgeräumt. Und ich brauche jetzt auch einen Mittagsschlaf. Oh, Schatz. Ich glaube, du hast die Tür nicht richtig zugemacht, als wir gegangen sind. Oh, tut mir leid. Und? Ist alles gut gegangen? Alles bestens. Er schläft gerade. Klasse. Hast du daran gedacht, Peaches zu füttern? Ja, klar. Sie ist gefüttert und zufrieden. Also, Peaches? Peaches, wo bist du? Oh nein, ich glaube, sie ist weggerannt. Fortsetzung folgt.
sie bloß? Ich kann nicht glauben, dass sie weggerannt ist. Ich probier's mal im Park. Da ist sie am allerliebsten. Peaches! Peaches, wo bist du? Hier ist sie nicht. Nein, hier ist sie auch nicht. Entschuldigung, haben Sie zufällig einen kleinen braun-weißen Hund in der Nähe gesehen? Nein, tut mir leid. Nein, leider nicht. Nein. Komm zurück, Peaches! Peaches! Bell, wenn du mich hören kannst! Tja, mal sehen. Also, wenn man einen Hund finden will, muss man wie einer denken. Hey, ich kenne dich. Du wohnst nebenan und bist Peaches bester Freund. Vielleicht kannst du mir helfen, sie zu finden. Okay, Kumpel, kannst du mich zu Peaches bringen? Und klein! Los geht's! Oh! Nicht so schnell! Psst! Leise! Puh. Wir bleiben lieber versteckt. Gefunden, Kumpel. Definitiv Hundespuren. Vielleicht von Peaches? Da lang! Hast du das gehört? Lass uns nachsehen. Schnell wieder topfit. Schon fertig. Keine Sorge, jetzt ist alles wieder gut. Fortsetzung folgt. Peaches! Peaches!
Peaches! Komm schon! Schneller, mein Lieber! Peaches könnte in der Nähe vom Van sein. Wir müssen sie finden. Beeilen wir uns. Wir könnten ganz in der Nähe sein. Peaches hatte heute einfach keine Lust auf Eis. Das klang ja wie Shani. Ich muss rausfinden, was da los ist. Vielleicht kann sie mir helfen, Peaches zu finden. Danke fürs Mitnehmen, Kumpel. Gib mir die Münze zurück! Mal gucken, ob ich helfen kann. Überraschung! Was machst du denn da drin? Na, dir helfen natürlich. Kannst du auf den Münzschlitzmechanismus zugreifen? Kein Problem. Danke, Polly. Du bist die Beste. Mal gucken, ob ich das Spiel auch wieder flott kriege. Ich würde sagen, das hat geklappt. Polly, pass auf! Danke, Shani. Lust auf einen Frozen-Joghurt, nachdem ich dich gerettet habe vor dem Sorbet? Nein, danke. Ich glaube, ich hatte heute wirklich genug Abenteuer, die mit Eis zu tun hatten. Was meinst du damit? Bevor ich dich getroffen habe, habe ich auf einem Hund den Eiswagen verfolgt. Was? Wieso? Peaches ist von zu Hause ausgebüxt. Oh nein! Ich habe überall gesucht. In den Straßen, im Park. Aber ich kann sie nicht finden. Sie ist schon einige Stunden weg. Langsam mache ich mir Sorgen. Ich hoffe, dass ihr nichts passiert ist. Wir finden sie schon, Polly. Wir brauchen mehr Leute, die nach ihr suchen. Vielleicht können wir sogar Poster aufhängen. Oh, das ist eine tolle Idee. Hast du das auch gehört? Vielleicht ist es Peaches. Wer auch immer das ist, klingt, als bräuchte er Hilfe. Komm mit! Fortsetzung folgt. Es kommt von da drüben. Komm mit! Das könnte unsere Chance sein, Peaches endlich zu finden.
Sind Hotdogs nicht Peaches absolutes Lieblingsessen? Sind sie! Gehen wir rein und sehen uns um. Autsch! Oh, Layla, hi! Was machst du denn da unter dem Tisch? Hi, Leute. Ich suche meinen Ring. Den silbernen, den ihr mir zum Geburtstag geschenkt habt. Mein Lieblingsring. Wieso verschwindet denn heute alles? Wir suchen nach Peaches. Sie ist von zu Hause weggelaufen. Oh nein, das tut mir so leid, Polly. Und ihr hattet noch kein Glück? Ich hatte leider auch noch kein Glück. Der Ring muss vorhin beim Shoppen in der Mall irgendwie abgefallen sein. Ich denke, ich gehe zurück und suche da nochmal. Eigentlich könnte Peaches da auch sein. In der Mall haben wir noch nicht gesucht. Suchen wir doch zusammen nach Peaches und nach meinem Ring. Zu dritt haben wir bestimmt mehr Glück. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in einer Stunde. Wir müssen uns beeilen. Layla, suchen wir zuerst nach deinem Ring. Wo warst du überall einkaufen? Oben, im dritten Stock. Gehen wir nach oben. Es dauert bestimmt eine Weile, alles abzusuchen. Erinnerst du dich, wo du genau warst? So ungefähr. Alles klar, lass uns deine Schritte zurückverfolgen. Also, ich habe definitiv eine Weile vor diesen Taschen gestanden. Vielleicht brauche ich einfach einen Perspektivwechsel. Und klein! Hast du was gefunden? Nein. Lasst uns woanders weitersuchen. Ich erinnere mich, dass ich Schuhe anprobiert habe. Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in 30 Minuten. Ich werde den Ring niemals wiederfinden. Er hat perfekt zu dem Shirt gepasst, das ich vorhin gekauft habe. Layla, hast du das Shirt vor dem Kaufen anprobiert? Natürlich! Hab ihn gefunden! Wäre es okay, wenn wir noch ganz kurz bei der Zoohandlung vorbeischauen, bevor wir... Polly, was hast du? Leute, ich glaube, ich habe Peaches Halsband gefunden.